Bist du Türke? Bist du Kurde? Bist du Christ? Bist du Moslem? Bist du Inder? Bist du Tamile? Bist du Pakistaner? Leute, heute geht es um ein wichtiges Thema, und zwar um das Thema Grenzen. Und heute verrate ich dir, wie du mit einem kleinen Bild, wie du mit einer kleinen Metapher diese Grenzen verschwinden lässt und motivierter, glücklicher und dankbarer bist. Mein Name ist Björn, viel Spaß dabei. Bis gleich. Bam! Ich kriege ständig diese Fragen. Björn, kommst du aus Indien? Bist du eigentlich Christ? Bist du Buddhist? Bist du Hinduist? Kommst du aus Pakistan? Bist du aus Sri Lanka? Okay, du kannst dich interessieren für einen Menschen und ihn fragen, wo er vielleicht herkommt. Aber konzentriere dich bitte auf das, was dich mit einem Menschen verbindet. Denn jede Grenze, und das ist der wichtigste Satz, den du bitte mitnehmen solltest aus diesem Video, jede Grenze existiert nur in unserem Kopf. Ich bin zwar in Deutschland geboren, meine Eltern kommen aus Indien, aber das sollte uns nicht trennen. Weißt du, warum ich ein bisschen dunkler bin als du vielleicht? Oder vielleicht auch nicht? Oder vielleicht bin ich ein bisschen heller, wer weiß. Ich bin ein bisschen dunkler, weil meine Vorfahren einfach mehr Sonne abbekommen haben. Was passiert aber in hunderten Jahren, wenn ich hier bleibe und meine Kinder hier bleiben? Wir werden heller und heller, und irgendwann habe ich die Hautfarbe meiner Handinnenfläche. Das ist der Gang der Dinge. Viele Menschen, und ich hoffe, du gehörst nicht dazu, konzentrieren sich immer auf das, was uns von anderen unterscheidet. Die Religion, die Herkunft, das Land, was auch immer. Lass uns doch auf Dinge fokussieren, die uns verbinden. Zum Beispiel das Lächeln, zum Beispiel die Herzlichkeit, die Nächstenliebe. Denn im Grunde sind wir alle gleich. Fahr in jedes Land der Welt, nach China, nach Australien, nach Indien, nach Frankreich, in die USA, wohin auch immer. Du wirst lächelnde Menschen sehen und du weißt genau, diesem Menschen geht es gut und er will dir was Gutes geben. Denn es geht um die Liebe. Es gibt kein schöneres und besseres Argument als Liebe. Dein Fokus entscheidet nämlich, wie du dich fühlst. Und wenn du nur Dinge suchst, die dich von anderen Menschen unterscheiden, wenn du nur Unterschiede suchst, dann geht es dir nicht gut. Denn dann fühlst du dich anders, dann fühlst du dich ausgestoßen. Schau also nach Gemeinsamkeiten, und es gibt eine Menge davon. Lass uns beide, genau dich meine ich, anfangen, Gemeinsamkeiten zu suchen und ein schönes, glückliches Leben zu führen. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, dann gib mir doch bitte einen Daumen hoch. Dann weiß ich ganz genau Bescheid, dass wir beide auf dem richtigen Wege sind und dass dich diese Themen echt interessieren. Schreibe doch einfach in die Kommentare, wie dir dieses Video gefallen hat und ob du mit dabei bist, dass wir beide diese Welt verändern. Okay? Abonnier diesen Kanal, denn ich werde jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein neues Video an den Start bringen, und ich würde mich mega freuen, wenn du regelmäßig davon mitkriegst und mit dabei bist auf dieser gemeinsamen Reise. Bis bald, Vollgas Baby, dein Björn.